Der Aspekt der Lust war bisher nicht sehr stark in der Sammlung des Deutschen Hygienemuseums sichtbar. Es wurden Mitte der 2000er Jahre einige Stimulationsobjekte von einer Vertriebsgesellschaft in die Sammlung aufgenommen. Das sind Sexspielzeuge wie beispielsweise Dildos und Vibratoren aus den 1980er bis frühen 2000er Jahren, die allerdings eher ein homogenes Bild von Lust zeichnen. Daneben beherbergt die Sammlung außerdem eine Gruppe an historischen Massagegeräten, mit denen wir uns ebenfalls im Projekt beschäftigen, deren Verwendung als Stimulationsobjekte aber nicht eindeutig belegt werden kann. Im Zuge des jetzt neu konzipierten Raumes Sexualitäten in der Dauerausstellung und im Rahmen des Forschungsprojekts Dinge und Sexualität konnte der Bestand an Stimulationsobjekten stark erweitert werden. Zu den Neuzugängen gehören jetzt sowohl Objekte mit einem intendierten sexuellen Gebrauch als auch Objekte, die sich individuell zur sexuellen Befriedigung angeeignet wurden. Einer dieser neuen Zugänge ist dieser Vibrator mit dem Produktnamen Envy. Der wurde 2020 hergestellt und ist weder für eine bestimmte Körperregion oder ein bestimmtes Geschlecht geeignet, sondern soll vielmehr diese Zuordnungen von Geschlecht und Körper auflösen, aufweichen. Das deutet bereits der Produktname an. Envy bezieht sich hier auf die Abkürzung NB, also Non-Binary, nicht binär, was als Bezeichnung für und von Personen genutzt wird, die sich weder ausschließlich dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zuordnen. Ein anderes Stimulationsobjekt in der Sammlung, das jetzt optisch im krassen Gegensatz zu dem eben gezeigten Vibrator steht, ist dieser phallusförmige Dildo mit Standfuß, der von 2013 bis 2018 genutzt wurde und uns im Rahmen des Projekts mit einer sehr ausführlichen Nutzungsgeschichte übergeben wurde. Der Vorbesitzer hat uns erzählt, dass er sich diesen Dildo gekauft hat, um Analsex zu trainieren. Er bezeichnet sich selbst als Top, also als jemand, der Männer anal penetriert, und wollte mithilfe dieses Dildos erstmals die Rolle des Bottom, also eine passive Rolle, ausprobieren. Und er gab weiterhin an, dass er damit seinen sexuellen Horizont erweitern wollte, um einfach zu erfahren, wie das ist. Er hatte Lust darauf, diesen neuen Aspekt zu entdecken. Und weiterhin erzählt er uns, dass er dieses Objekt bis auf eine Ausnahme alleine zur Masturbation genutzt hat. Ich habe ihn meistens in der Dusche benutzt. Jetzt gibt es ja diesen Saugnapf. Man kann das sozusagen an die Fliese machen. Ich habe es auch mal auf dem geschlossenen Klodeckel festgemacht und mich dann draufgesetzt, aber eher meistens so in der Hocke, auf dem Boden, in der Dusche und mich so runtergehockt in so einer Hockposition. Und ich finde es sehr angenehm. Ich finde es sehr schön. Es ist ein Ding, was ich reinschiebe, was auf meine Prostata drückt. Ich glaube, diese Form ist mir gar nicht so wichtig. Ich glaube, es ist wirklich so Pleasure. Es ist eine körperlich, psychisch, physische Reaktion meines Körpers. Ein Objekt, das eine weitere Geschichte einer sexuellen Aneignung erzählen kann, ist diese elektrische Schallzahnbürste mit abnehmbarem Bürstenaufsatz von 2018. Diese Zahnbürste wurde uns von der Vorbesitzerin übergeben, die damit frühe sexuelle Erfahrungen in der Jugend verbindet. Sie hat eine solche Zahnbürste erstmals als Jugendliche zu Weihnachten geschenkt bekommen und zunächst zur Zahnhygiene benutzt und bald darauf auch zur Masturbation. Und dafür hat sie sich dieses kleine rundliche Endstück im vibrierenden Zustand an die Klitoriseichel gehalten. Und uns hat sie weiterhin erzählt, dass sie bereits das Geräusch der Vibration als sehr anregend empfand. Also das hat letztlich den Reiz für sie zur Nutzung ausgemacht. Jedes Mal, wenn ich Zähne geputzt habe, habe ich gedacht, oh, heute Nachmittag, das gab es auf jeden Fall, dass ich mich auf die Zeit gefreut habe. Ja, dass ich mich daran erinnert habe und Lust bekommen habe.